Hi Leute, es geht weiter mit Riders of Icarus. Ich habe einmal die Quest im Sandtempel unten fertig gemacht, diese zwei Skelettwächter da noch zu machen. Dann habe ich einen ganzen Abend AFK rumgestanden, um hier mein Folgenhorn wieder Pet ein wenig zu leveln. Der müsste jetzt auch 44 sein. Genau, der ist jetzt 44. Und naja, ich glaube mal, ich muss die mal nochmal neu beschwören. So. Seine Buffs. Die physische Angriffskraft wird um 27% gesteigert, die Gesundheit um 25% und die magische Angriffskraft auch um 27%. Das ist richtig geil und ich glaube, der kann bis 50 leveln. Das heißt, es wird noch vielleicht noch auf 30% Angriffskraft hochgehen. Das wäre schon sehr cool. Und dann machen wir jetzt die Hauptstory weiter. Dazu musst du aber wieder weg. Ach ja, genau. Ich habe noch zwei Sachen. Ich habe einmal meine Münze vom Dungeon von der Quest eingetauscht gegen ein Schild. Was ja, sag mal, ist okay. Ich hätte natürlich gern die physische Verteidigung wieder als Effekt wieder zu bekommen. Aber ist okay. Vielleicht finden wir noch ein besseres. Und ich habe geschenkt bekommen von einem Bekannten, der in der Gilde ist. Das Schwert hier wird einmal Kritrate von 3% und Kritrate von 5%. Was sehr geil ist. Und er hat mir auch gleich noch so ein paar Siegelsteine, die es beim letzten Daily Login Event gab, da rein gemacht, wodurch wir auch noch ein paar sehr, sehr nette Boni dazu bekommen. Und ich habe mir auch gleich noch die Härtungssteine dazu gegeben, dass ich das bis auf plus 9 machen konnte. Ist natürlich nicht so stark wie mein plus 15, was ich gerade habe. Aber vielleicht bekomme ich ja noch ein paar Härtungssteine, dass ich das auch auf plus 15 versuchen kann. Und ja, und das war so im Groben und Ganzen, was jetzt von der letzten Aufnahme bis zu dieser Aufnahme jetzt passiert ist. Und ich wollte noch kurz was gucken. K3. Ich wollte nämlich, da hinten gab es ja diese Quest für das legendäre Zeichen, womit man so eine Fledermaus tamen kann. Da wollte ich mir noch so einen Trank holen und dann hoffen, dass die Erfolgsrate dann davon auch wirklich steigt und nicht so wie bei mir sonst immer einfach nichts bewirkt. So, Höhe 300 für den Greif sind wir. Greifi, Greifi. Komm mal hier. Mag mich nicht. Na.
doofer Greif, ey. Greifenschnabel. Zur Herstellung. Zum Ziehen eines goldenen Kibaren. Ey, du solltest dich zähmen lassen und dich nicht umbringen lassen von mir. Bist du blöd? Okay, wir müssen uns einen anderen suchen. Da. Mist. Das habe ich natürlich eben nicht gesehen. Natürlich habe ich eben nicht gesehen, dass ich von der LP schon so niedrig war, Alter. Böser Greif. Jetzt komm her und halt still. Der hört doch auf, so viel Damage zu machen. Gibt's ja gar nicht. So, jetzt müsste ich ihn zählen können. Okay. Achso, ja, das habe ich gar nicht gesagt. Der Greif ist zwar ein Elite-Gefährte, braucht aber kein Bändigungszeichen. Man muss ihn halt nur runterkloppen auf unter 20%. Dann sprechen wir mal mit dem Greifenboss. Komm her, du Viech. Kann ich den nicht haben? Only the brave speak of hope. Was gibt's hier? Wüsteneroberer-Titel. Nehmen wir. Mit Nazahi sprechen. We would see peace restored to Golden Peak. Okay. So, warte, guck mal, der Greif ist hier schon an seinem Limit, ey. An der Flughöhe. Was kannst du denn? Gesundheit und Bewegungsgeschwindigkeit, ja toll. Oh.
all bark and no bite. Und 45. Perfekt, den kann ich jetzt auch die andere Armbrust anlegen. Toll, jetzt muss ich mit dem nächsten Idioten sprechen. Lol. Die hatte ich auch schon ein bisschen verbessert. Okay. Runter von dem hässlichen Greif hier. Hier hatten wir jetzt auch alles erledigt. Das heißt, eigentlich können wir direkt mit der Hauptstory weitermachen. So wie gehabt, erstmal den Rückrufpunkt festlegen und da angucken, was die von uns wollen. Lol. Okay. Lol, die hat ihren Greifen verloren und jetzt müssen wir den suchen. Das kann die nicht alleine. Hello. Königin der Wüste, so Köpfe von Bienenkönigin. I wish you luck. Can you help me? Jetzt gibt's ja auch noch Bienen, ey. Mag ich ja gar nicht. What? Selbstversorgung. Don't worry, I can pay you. Do whatever it takes. Oh, jetzt hier richtig wieder neben Quest. You look hungry. Etwas Süßes, sammle Hustenbienenstock. I need your help. Okay. Something wrong? Wespenstachel. I have faith in you. Königin Wächter. I have faith in you. Okay, das heißt, ich muss hier ganz viele Bienen besiegen, die irgendwo rumschwirren. Ich muss einen Greifen wiederfinden, der dem Ritter verloren gegangen ist. Toll. Und wir können jetzt die 45er Tränke und 45er Bandagen benutzen. Sehr schön. Und auch die 45er Buff-Tränke. Sehr schön. Okay, wo hat sie denn ihren Greifen verloren? Da hinten.
Dann holen wir den gleich mal zuerst wieder. So. Okay, da liegt er. Bist du tot? Scheiße, der ist tot. GG. Ach, nicht fliegen, halt aus. Warten. So, hier du. Ich hab dein Greifen gefunden, er ist tot. Ja. Böse Greifenmutti. Die Kroghornjäger stecken dahinter. Dies ist nicht der erste Mal, dass sie uns angreifen, aber bisher konnten sie immer entkommen. Okay. Das heißt Rache für den Greifen. Können wir machen? Können wir machen? Und da wir jetzt eine neue Hauptstory-Quest angefangen haben, gibt es natürlich auch wieder neue Nebenquests. It's so hot here. I have faith in you. So. Und jetzt ist die Map wieder richtig voll. Jetzt. Da schaue ich. Wir fangen erstmal direkt unter uns an und dann das ganze Bienendings-Zeugs. Und da wir Buff-Tränke bei haben, schmeißen wir die auch mit rein. So. Du bist ein Grabräuber. Ich dachte, du bist ein Hase. Komm mal her, Grabräuber. Dann mal sehen. Boah. Lol, ich habe mehr DPS als Verteidigung. Und mein Pet ist auch wieder Level Up. Genau, klar, es war ja genau wie ich kurz vorm Level Up. Ist dein Buff denn jetzt auch noch stärker geworden? Ne, das ist jetzt gleich geblieben. Und Pam. So, lass die beide mein Pet in Ruhe. Ja. Lol. Komm. Treffe ich nicht ordentlich.
Ach, der ist 48. Ich dachte eben, warum treffe ich nicht? Okay, das war wieder fehl von mir. Pad rausholen. Ich glaube, ich hatte jetzt auch so weit hier. Das kommt das Pad. Natürlich drei Level drüber und du triffst nix. Darunter. Halt, stopp. Ich brauche eine Schriftrolle. Okay. Der Negativ-Buff ist weg, aber auch meine Buff-Tränke. Heißt, wir brauchen erstmal die 40er. Und dann geht's so weiter. Gab's da noch Schulterplatten, bla bla, wollen wir nicht. Ich dachte, jetzt wäre hier alles voll mit Bienen. Weil ich da schon 5 Quests mit Bienenzeugs habe, aber irgendwie nicht so. Da sind die Nester. 6 Stück davon. Ja, drum zum Baggen. Sammelei. What the heck, ist das der Gefährte? What the... Ey, das sieht ja geil aus. Was macht ihr denn für einen Angriff? Okay, das sah geil aus.
Ey, das sieht richtig cool aus. Na, einsammeln, nicht rumbaggen. So. Okay, das ganze Bild ist zwar überladen mit dem Effekt, aber es sieht richtig cool aus. Wirklich. Nicht rumbacken, sammeln. Los. Nee. Musst du daneben stehen jetzt? Nein, 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 geh weg. Was soll denn das? Ich wollte euch gar nicht beide. Okay, ich versuche das nicht die ganze Zeit zu sagen. Geh mal weg. Ich brauche ein bisschen Heilung. Okay, davon einmal nur noch. So, das nächste wäre dann fertig. Jetzt müssen wir nur noch Bienen, 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 Bienen. Oh, das wird noch ein bisschen dauern. Deshalb werde ich schon einmal gucken, was ich offscreen machen kann. Auf jeden Fall diese 15 Bienenflügel und die Giftstachel. Die gehen ja parallel, glaube ich. Ja, diese Wespengiftstachel gehen parallel. Und die Bienensoldaten gehen auch parallel. Das heißt, dann für die beiden, die drei Quests fertig habe, melde ich mich dann zurück im nächsten Part. Ciao, Leute.